Jahr 1916 führte das deutsche Heer den Splitterschutzhelm ein. Dieser löste die Pickelhaube an allen Fronten ab. Schwere Kopfverletzungen durch Splitter gingen durch die Einführung des Stahlhelmes stark zurück. Seine sehr markante Form erhielt der deutsche Stahlhelm durch den weit nach unten gezogenen Seiten- und langen Frontschirm. Die Seitenschirme schützten den Nacken- und Halsbereich, der lange Frontschirm den Bereich des Gesichtes. Gefertigt wurden die Helme von unterschiedlichen Herstellern in verschiedenen Glockengrößen. Durch drei Splinte war die Innenausstattung mit dem Helm verbunden. Die Innenausstattung bestand aus einem Innenring, an denen drei Lederpolster vernäht waren. An der Innenseite der Lederpolster waren kleine Kissen vernäht. Diese waren mit Pferdehaaren oder Stroh gefüllt und dienten zur Polsterung. Die Lederpolster selbst konnten mit einer Zugschnur miteinander verbunden werden. So bestand die Möglichkeit, den Sitz des Stahlhelmes zu verbessern. Die Innenringe waren anfänglich aus Leder. Ab 1917 wurden diese aus Stahl gefertigt. In den Seitenschirmen des Helmes wurde der Knopf 91 verbaut. An ihm konnte der Sturmriemen der Pickelhaube angebracht und weiterverwendet werden. Die Hersteller prägten nach Fertigstellung der Glocke die Helme im Seitenschirm. Dies geschah in Form der Herstellerkennung und der Glockengröße. Nach dem Einbau der Innenausstattung wurde der Helm überprüft und abgenommen. Die Abnahme war mit einem Tintenstempel im hinteren Bereich des Nackenschirmes abgeschlossen. Die neuen Stahlhelme hatten zwei Aufhängebolzen, an denen ein Stirnschild als weitere Panzerung befestigt werden konnte. Zusätzlich waren die Aufhängebolzen innen hohl. Durch diese Löcher konnte die Luft im Helm zirkulieren. Weitere Informationen rund um das Thema Stahlhelme gibt es auf stahlhelmsammlung.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Helm.